Hallo Mädels, hier kommt Tutorial Number 3, glaube ich, ja. Ich habe euch schon gezeigt, wie man einen Loaded Bag macht, einen Mini-Loaded Bag macht. Und jetzt zeige ich euch, wie man einen Loaded Envelope macht. Also tatsächlich auch aus einem Umschlag. Ich mache den in einem großen DIN A4 Umschlagformat. Zeige euch aber auch, wie das mit kleineren aussieht, wobei das Prinzip vom Großen sich natürlich auch auf die Kleinen übertragen lässt. Weil ein Loaded Envelope ist ein Loaded Envelope, ne? Ob klein oder groß. Ja, und ich zeige euch jetzt mal erstmal die Beispiele. Das wäre das hier. Das ist quasi ein Envelope, im Envelope, im Envelope. Ich habe also einen groß, in mittel und den klein gemacht. Ich fange mal mit dem großen erst an. Das ist aus einem DIN A4 Umschlag, also ein ganz normaler großer Umschlag, in dem man ein Blatt Papier komplett verschicken kann, ohne zu knicken. Ja, dumm erklärt, ne? Ihr wisst alle, was DIN A4 ist wahrscheinlich. Aus so einem Umschlag habe ich das jetzt gemacht. Ihr seht das, das ist vom Prinzip her das allerselbe wie ein Loaded Bag. Nur habt ihr hier zum Beispiel jetzt die Möglichkeit zu variieren, wie groß oder klein ihr euren Bag machen möchtet. Da ihr die Falz hier selber zieht, könnt ihr entscheiden, ob ihr viel oder wenig reinmachen möchtet, ob er sich weit öffnen soll oder eher nicht. Das ist ganz praktisch, wenn man spezifischere Sachen hat oder auch nicht, beziehungsweise wenn man halt genau weiß, was man reintun möchte und das vielleicht jetzt nicht so die Massen sind, die da rein sollen, dann ist das mit so einem Umschlag sicherlich eine gute Methode, sich so ein Envelope zu machen. Genau. Ihr habt hier also auch wieder vorne eine Tasche, dann habt ihr diese hintere Tasche, wenn ihr diese möchtet, und habt diese große Tasche. Da ist halt der Vorteil, ihr könnt das in einem weißen Format machen. Ich habe bis jetzt noch keine Biomüllbeutel gefunden in einem weißen, in einer weißen Farbe. Weil dieses Kraftfarbene mag ja nicht wirklich jeder. Man sieht zwar nicht so viel davon, aber es ist halt schon vorhanden, ne? Und das hier kann man aber halt komplett in weiß gestalten. Ja gut, innen, ne? Innen sind wir blau, aber außenrum sind wir weiß. Genau. Das wäre dann mal der große. Den machen wir jetzt gleich auch miteinander einmal. Ich zeige euch das dann kurz, wie das geht. Dann haben wir hier einen aus A5 Umschlag gemacht. Das gibt so eine süße mittlere Medium-Größe, würde ich sagen. Da lässt sich auch schön viel reinpacken. Also das ist jetzt so für so zwischendrin tauschen mal vielleicht sehr gut geeignet. Weil da halt nicht so viel reingeht, ne? Also man will ja auch nicht immer so Riesentauschs machen. Manchmal reicht ja auch so ein kleines bisschen. Und auch hier kann ich sagen, hier könnte man zum Beispiel Gesichtsmaske und etc. pp. So Badesalz und sowas reinmachen und ein Wellness-Paket quasi machen. Da gibt es tausende verschiedene Möglichkeiten, wie sowas zu nutzen ist. Und hier haben wir dann einen aus einem, da weiß ich jetzt gar nicht, was das ist, A, B, C, DIN, A, irgendwas. Das sind halt diese langen Umschläge, die man oft auch mit Fenster hat, ne? Nur halt ohne Fenster. Ja. Aus so einem langen Umschlag ist das gemacht und das ist halt so richtig mega mini, ne? Also so ein Mikro-Loaded Envelope quasi. Da kriegt man wirklich nicht so viel rein, aber für so eine ganz kleine Kleinigkeit oder als Mitbringsel oder sowas kann ich mir das echt super gut vorstellen.
Ja, genau. Oder als Goodie vielleicht in, was weiß ich, eine Goodie-Box oder sowas, kommt das sicherlich auch sehr gut. Das ist also mit einem, ja, einem länglichten Umschlag gemacht. Wir machen jetzt aber das Große einmal, denn wie gesagt, das lässt sich alles auch auf die Kleinen übertragen. Das Einzige, was da halt dann anders ist, ist quasi das Zentimetermaß hier an der Falz. Ne? Aber das müsst ihr sowieso immer selbst entscheiden, wie groß eure Falz dann werden soll oder nicht. Denn ihr entscheidet ja, wie geöffnet euer Loaded Envelope am Schluss werden soll. Oder wie weit geöffnet dass er sein soll. Ja, genau. Wir machen den großen. Wir brauchen dafür natürlich Umschläge. Und zwar habe ich hier die vom Action. Die nehme ich auch zum Verschicken für alles, was ich nicht mit Bubbelfolie einpacken muss. Ja, und das ist C4-Format. Ja, keine Ahnung. Ich dachte immer, es wäre A4, aber A4 wäre ja. Ja, das ging ja nicht. Logisch eigentlich, ne? Naja. Wir brauchen so einen großen Umschlag. Dann, womit fangen wir denn an? Wir fangen an, dass wir den Umschlag erstmal aufschneiden. Ja. Rechts und links. Der Umschlag muss rechts und links aufgeschnitten werden. Normal mache ich das ja immer mit der Schere. Ich mache das jetzt auch mit der Schere. Und da habe ich jetzt vergessen. Ah, ja, natürlich. Ach, natürlich müssen wir erst die Lasche umkleben. Eigentlich könnte man das auch weglassen. Vielleicht sollten wir das auch weglassen. Oh, wir machen das diesmal ganz anders. Ich nehme jetzt hier mal meine Schneidemaschine. Übrigens, falls ihr euch wundert, ich schneide immer falsch rum. Ja, ist irgendwie eine Angewohnheit von mir. Ich schneide irgendwie immer falsch rum, weil ich so einfach besser klarkomme, wenn das hier bei mir liegt, statt dass ich hier über den ganzen Tisch immer drüber reichen muss. Ja, ich muss das direkt vor meinen Augen sehen, sonst funktioniert das mit dem Schneiden nicht so. Deswegen liegt das immer falsch rum. Also wundert euch in den Videos nicht. Im Notfall müsst ihr halt euren Kopf umdrehen. Ja, aber ich denke, es sollte eigentlich klar sein, ne? Auch wenn es falsch rum ist. So, ich würde das jetzt einfach mal nach Augenmaß machen und würde da einfach mal dieses hier komplett abschneiden. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen Umschlägen sinnvoll ist. Wenn ihr jetzt einen Umschlag habt, der hier irgendwie tiefer ausgeschnitten ist oder wie auch immer, dann klebt die Lasche einfach zu und schneidet dann hier oben ab. Aber ich werde das jetzt einfach mal so machen, weil ob ich das jetzt zuklebe oder gleich so abschneide, ist eigentlich wurscht. Also machen wir das halt jetzt einfach mal so, hätte ich gesagt. So, dala. Dann wäre diese Seite schon mal offen. Und dann habe ich das Schneidebrett schon da. Dann mache ich das hier auch gleich. Und schneide hier diese Seite auch noch auf. Ja, das wäre geschafft. Jetzt habe ich es schon gerade hier. Dann werde ich auch gleich falzen. Da brauche ich jetzt aber meine andere Klinge. Die habe ich wohin? Die liegt hier. Also, wir haben den Umschlag jetzt an beiden Seiten aufgeschnitten und haben hier jetzt quasi so ein, ja, so ein Schlauch, ne? Hier, so einen Schlauch haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir auf der langen Seite rechts und links müssen wir falzen. Und zwar, ja, das ist jetzt eigentlich so präferenzbedingt, wie ihr das braucht und möchtet. Ich werde jetzt das Falzen bei, wo falze ich es denn? Bei 2 cm, bei 1,5. Ich mache es bei 1,5.
Das hängt jetzt immer von euch ab, wie weit der Umschlag aufgehen soll, wie viel man reinmachen können soll. das ist wirklich euch überlassen. Ihr könntet da jetzt auch auf jeder Seite 5 cm falzen, wenn ihr wirklich ganz viel Platz braucht. Ja, wie euch das eben genehm ist, ja, müsst ihr da eben mal gucken. Ich mache jetzt hier mal 1,5 cm rechts und links. Das geht natürlich auch ohne Falzbrett oder Falz- oder Schneidebrett. Das geht auch absolut eindeutig nur mit so einem Dotting-Tool oder mit einem Kugelschreiber, wo die Mine nicht mehr funktioniert, oder mit einem Falzbein. Alles, was möglich ist zum Falzen. Ihr könntet sogar mit einer Stricknadel falzen. Habe ich nämlich tatsächlich auch schon getan. Im Notfall geht das super gut. müsst ihr halt vorsichtiger sein, weil die ja natürlich sehr spitz ist. Aber das hat geklappt damals. Ja, jetzt haben wir das gefalzt. Jetzt müssen wir das noch umfalzen. Ja, und zwar machen wir das genauso wie bei der Mini-Loaded Bag. Die mittlere Falz, die interessiert uns jetzt erstmal gar nicht, sondern die rechts und links davon liegt, falzen wir jetzt einmal um. Ne? Also hier falzen wir oder knicken. Eigentlich heißt es ja knicken, ne? Nicht falzen. Das falzen wir einmal so. Und diese Nüppels hier, die jetzt übrig bleiben, ne? Die können wir eigentlich komplett abschneiden, wenn wir jetzt eine Schere hätten. Die holen wir uns jetzt einfach mal. Die braucht kein Mensch, die können wir einfach abschneiden. Ihr müsst nur vorsichtig schneiden, damit ihr euch da hier nicht in den Envelope reinschneidet. Das wäre sonst nicht gut. Ja, und jetzt knicke ich hier meine Falz mal weiter. Und dann knicken wir die innere Falz einmal volle Kanne nach innen rein und kreieren so quasi eine Ziehharmonika. Also ihr seht das jetzt, ne? Geht nach innen rein und man kann das jetzt hier so zudrücken. Ne? Genau das möchten wir. Ja, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch so. Da bleibt jetzt auch wieder dieser Nüppel übrig. Den schneide ich jetzt auch mal gleich sofort ab, bevor ich noch falze. Ja, und dann knicken wir das genauso wie das andere auch. Einmal hier so um. Das ist ganz schön schwierig hier, muss ich ehrlich gestehen. Also wie diese Action Umschläge gebaut sind, weil das hier genau an der Kante liegt, wo die verklebt sind. Und da ist das Papier dann natürlich besonders zusammengefriemelt. Ne? Ich gehe da jetzt nochmal mit dem Falzbein drüber, weil das echt eine heikle Stelle ist hier. Das kann jetzt auch durchaus passieren, dass das ungerade wird. Aber später, wenn man das alles nochmal falzt, dann spätestens gleicht sich das wieder aus. Jetzt falze ich die andere Seite auch noch. So, und dann haben wir wieder hier in der Mitte, wo wir dann einfach nach innen durchfalzen oder drücken und einfach so eine Ziehharmonika entstehen lassen. Genau. So, das haben wir jetzt auf beiden Seiten gemacht. Und dann drücke ich das noch einmal gerade. Damit das auch gut liegt. Und das habe ich jetzt gemeint, dass wenn man da jetzt mal sich verfalzt oder sowas, dann kann man das spätestens jetzt ausgleichen. Wenn man einfach von der Mitte heraus falzt, na, dann legt sich das eigentlich von selber so hin, wie man es braucht, das Papier. Und wenn es jetzt ein bisschen schief wird, dann wird es halt einfach ein bisschen schief. Selbstgemacht. Selbstgemacht darf schief sein. genau. Und dann, lasst mich mal überlegen,
müssen wir eigentlich nur noch nach oben klappen. Das ist eigentlich alles, was wir machen müssen. Ich mache das immer Pi mal Daumen. Es sei denn, ich brauche jetzt tatsächlich ein bestimmtes Maß unbedingt. Aber ich mache das einfach so nach Bauchgefühl. Knicke ich das nach oben und ja, mache das dann hier einmal gerade oder zumindest platt. Ja. Und nun sind wir schon fast fertig. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wollen wir hier eine Tasche haben, hier hinten zusätzlich zu der vorderen Tasche noch eine Tasche dahinter haben oder wollen wir es nicht? Wollen wir die Tasche nicht haben, dann machen wir jetzt einfach hier überall Kleber drauf. Entweder man nimmt hier einen Tacky Glue oder vielleicht geht auch ein Prittstift, allerdings hält der nicht so viel. Ihr solltet da schon, wenn ihr das Ding vollpacken wollt, dann solltet ihr schon einen Kleber nehmen, der auch was hält. Ja, ihr könntet jetzt hier doppelseitiges Klebeband hinmachen, aber ich empfehle immer tatsächlich Tacky Glue. Zugegeben, das geht nicht von jetzt auf gleich. Ihr müsst dann vielleicht mit dem Weiterarbeiten mal eine halbe Stunde, eine Stunde warten, bis das Ding getrocknet ist. Aber ich persönlich mache das gerne dafür, denn dieser Tacky Glue, wenn man den benutzt, dann gibt er einfach nochmal so eine zusätzliche Festigkeit, wie man das jetzt hier, also wenn ihr das jetzt anfassen könntet, dann wüsstet ihr, was ich meine, denn das ist wirklich was, das kriegt man nicht so schnell kaputt. Ne? Wenn ich jetzt hier nur doppelseitiges Klebeband benutzt hätte, dann hätte ich diese Festigkeit, die ich jetzt hier drin habe, in dem Ausmaß definitiv nicht. Also ich empfehle euch da Tacky Glue. Ja, zugegeben, man kann jetzt hier, wenn man ganz, ganz hart drüber guckt, ja, dann kann man sehen, dass es sich mal gewellt hat, aber der Tacky Glue, der zieht sich eigentlich immer wieder gerade, ja. Man muss dem nur Zeit geben, einzuziehen. Und das ist das, was viele nicht machen und deswegen wellt sich das auch so extrem. Aber durch das Trocknen zieht sich das eigentlich meistens wieder relativ gerade. Und mit ein bisschen Wellen kann man ja wohl leben. Ne? Zumindest bei so einem Projekt. In den Mini-Albums ist das natürlich eine komplett andere Geschichte. Aber bei solchen Projekten, die im Endeffekt ja nur zur Verpackung dienen, da kann man auch mal mit ein bisschen unperfekten Dingen, ne? Also es muss nicht immer perfekt sein. Und ein bisschen Wellen vom Tacky Glue ist auch mal was Schönes. Ja, für dieses Video werde ich es jetzt allerdings trotzdem so machen. Ich werde doppelseitiges Klebeband verwenden, denn ich bin ja eher die Fraktion, die dann eher nur rechts und links klebt. Mache ich normalerweise auch mit Tacky Glue, aber für mich geht es jetzt hier schneller mit einem doppelseitigen Klebeband, da ich ja hier nur ein Rolling machen möchte. Und wenn ihr jetzt natürlich ein ganz starkes Klebeband habt, dann macht das ruhig mit dem. Ne? Also dann haut da voll rein und nehmt dieses Klebeband. Aber es muss halt schon gut was halten. Ne? Und die meisten Klebebänder, die man so im Laden kaufen kann, inklusive diesem hier, weil das nämlich das von Action ist, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, so schlecht wie der Ruf ist, ist es eigentlich gar nicht. Nur für solche bombastischen Sachen, wo halt wirklich viel Spannung später drauf ist, nicht geeignet. Aber ansonsten finde ich das nicht so schlecht, wie alle immer tun. Wollte ich nur mal so nebenbei gesagt haben. Kreativ Bunt hat ja tolles Klebeband. Und sie fummelt wieder. Wie kriegt ihr denn euer Klebeband am besten ab? Habt ihr auch diesen tollen Piekser, den alle immer benutzen? Mir ist das zu doof. Weil bis ich den Piekser dann gefunden habe, habe ich schon die Hälfte eigentlich erledigt. So, jetzt kleben wir das alles nach oben. Ja, und dann hätten wir eigentlich schon unseren Rolling von einem Loaded Envelope. Wir haben jetzt hier vorne eine Tasche, wir haben hier hinten diese Tasche, dann haben wir die große Tasche und ja,
Wir könnten jetzt natürlich hinten auch noch irgendwie was einbauen, so taschenmäßig, oder vielleicht hier noch einen Umschlag draufkleben. Das wäre quasi nochmal eine extra kleine Tasche. Man könnte sogar einen Umschlag draufkleben und dann eine Post reinmachen, weil eine Post schickt man ja doch irgendwie immer mit. Ja, also da kann man sich jetzt voll und ganz austoben, wenn man das hier erstmal erledigt hat. Dann ist der Rest eigentlich Kreativarbeit und man muss einfach selber mal ein bisschen überlegen, was möchte ich machen, wie möchte ich es machen, wie möchte ich dekorieren. Ja, das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Ich wollte euch eigentlich hier nur mal das Grundgerüst zeigen, dass ihr das mal gesehen habt. Die meisten werden es wahrscheinlich sowieso schon gesehen haben. Aber ja, für die, die jetzt vielleicht gerade erst mit dem Basteln beginnen und da noch nicht so in dem Thema drin sind, ist das vielleicht mal eine Anregung. Vielleicht auch mal die Angst abzulegen, was ich sehr oft mitbekomme, dass viele Anfänger sehr ängstlich sind, Dinge überhaupt auszuprobieren. Leute, probiert das einfach aus, weil wenn das nichts geworden ist, dann habt ihr halt einen Umschlag verhunzt. Mein Gott, ne? Dann ist es halt nichts geworden. Aber ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und ihr könnt natürlich auch klein anfangen, hier mit den länglichten Umschlägen und mit den A5-Umschlägen. Bei irgendeinen von diesen Umschlägen hat man eigentlich meistens zu Hause. Generell könnte man wahrscheinlich sogar aus einem A6-Umschlag ein Goodie-Bag, wollte ich schon sagen, ein Loaded Envelope machen. Das wäre aber dann halt so eine ganz kleine Geschichte, ne? Also da geht dann wirklich so gut wie gar nichts rein, ne? Aber möglich wäre das sicherlich. Aber diese hier, die sind auf jeden Fall ein Bastelanfangsversuch auch wert. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ihr das noch mit Designpapier... Aber ich denke, das ist klar, ne? Alles muss ich dann auch nicht sagen, hoffe ich. Ist ja eigentlich selbsterklärend. Ja, das wäre es jetzt gewesen. Jetzt habe ich schon 22 Minuten gelabert. Ihr habt es jetzt gesehen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und beim Kreieren. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!